Trotzdem gab es jetzt das letzte Konzert. Dankeschön! Danke, Berlin! Tschüss aus, vorbei, die Pudis machen Schluss. Ja, damit möchten wir uns verabschieden. Behalte diesen Abend mit uns in guter Erinnerung. Die Musiker rund um Frontmann Dieter Maschine Birr gehen in die Rockerrente. Das Schöne ist ja, dass alle Leute oder die meisten Leute, zumindest unsere Sympathisanten, das bedauern. Und das ist erstmal schön. Das ist viel besser, als wenn sie sagen, naja, wurde ja langsam Zeit. Und das ist natürlich eine tolle Zeit gewesen und die geht jetzt nun zu Ende. Und das ist natürlich doch schon sehr bewegend. Geh zu vier und lass deinen Drachen steilen. Eins der ersten Lieder des Konzerts geht zu ihr, wohl der größte Pudis-Hit, zu hören 1973 im Filmklassiker Die Legende von Paul und Paula. Spätestens da waren die Pudis-Stars, sammelten eine treue Fangemeinde. Viele blieben über Jahre, neue kamen hinzu. Heute wollen sie es gar nicht wahrhaben, dass Schluss sein soll. Traurig. Es sind schon Tränchen gerollt. Wenn man die Band sich heute anguckt, die halten alle nur ein, zwei Jahre durch. 46 Jahre, das steht für sich alleine. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ist traurig, wirklich. Also ich habe das erste und das letzte Konzert erlebt, das erste mit 14. Und es war heute wieder ein Traum. Und ich bin so dankbar, dass ich es erleben durfte. Der Name Pudis setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Urbesetzung zusammen. Schon 1971 traten sie in den Jugendmagazinen Die Notenbank und Bazar im DDR-Fernsehen auf. Das war eine absolut eine Aufbruchstimmung, weil irgendwann hat dann der Rundfunk auch Rockmusik gefördert oder beziehungsweise hat sich zur Verfügung gestellt, das zu produzieren. Und das war natürlich großartig gewesen. Wir als junge Musiker konnten im Studio uns ausprobieren. Ihre ersten Aufnahmen entstanden in den Sälen des Funkhauses in Ost-Berlin. Von hier aus erspielten sie sich den Ruf der beliebtesten Rockband der DDR. Im Westen blieben sie zunächst weniger bekannt, doch nach der Wende rockten sie Fans in Ost wie West. Ich glaube, letzten Endes interessiert es keinen, ob man nur aus dem Westen oder aus dem Osten kommt. Das ist einfach nur so ein Beibegriff. Ach, das ist die Band aus dem Osten. Außerdem hat ja jeder so seine Wurzeln. Der eine im Ruhrgebiet, der andere in München, der andere in Hamburg und wir sind eben aus Berlin. In Berlin findet sich auch die Stammkneipe der Pudis im östlichsten Stadtteil Rahnsdorf. In der Püttbaude feiern die Rocklegenden bis heute ihre Erfolge. Gemeinsam erinnert man sich hier an früher und schmiedet Pläne, so wie in der vergangenen Woche für die Highlights ihres Abschlusskonzertes. Costa singt mit seiner Tochter ein Lied, ich singe mit meiner Enkeltochter ein Lied. Und ansonsten machen wir auch wieder richtig schön Krach, so wie die Leute von uns gewohnt sind. Drei Stunden nehmen die Pudis ihre Fans mit auf eine musikalische Reise durch vier Jahrzehnte. Noch einmal spielen sie all ihre Hits, beenden mit Königin ihr letztes Solokonzert. Noch ein paar Auftritte wird es mit den beiden anderen Rocklegenden Karat und City geben. Dann sind die Pudis als Band Geschichte.